Mahlzeit, Leute, Kraft 90 ist wieder am Start. Heute wird wieder getuned. Heute gibt es ein weiteres Tuning-Video und zwar werden wir wieder ein weiteres Halloween-Fahrzeug tunen. Und zwar gibt es den Albani Lurcher, den Frankenstein. Habe ich ja bereits in dem letzten Video gezeigt, wie ich den getuned habe. Und jetzt werden wir mal den Albani Lurcher tunen. Den könnt ihr im Southern San Andreas käuflich erwerben für 455.000 GTA 5 Dollar. So, ja, so sieht der gut aus. Ihr habt die Möglichkeit, zwei Designs zu nehmen. Also entweder Meuchelmörder, was? Meuchelmörder? Oder ihr nehmt Henkersgrab. Ich habe mich für den entschieden. Ja, und da gucken wir jetzt mal rein, was schreiben die denn hier? Von den professionellen Wrestling-Kreisen der 90er als zu übertrieben abgelehnt, war der Albani Lurcher doch seiner Zeit voraus. Seitdem hat sich die amerikanische Gesellschaft weiterentwickelt und dieses vergessene Juwel ist zum Mittelpunkt aller Beerdigungsorgien der Nation aufgestiegen. Gehen Sie keine Risiken ein, wenn es um Ihre Hinterlassenschaft geht. Verfeinern Sie Ihren Niedergang und machen Sie aus Ihrem Tod eine Botschaft, die keiner hören will. Fahrzeugwerte, Tempo, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht für so einen, ja, für so einen Karton. Beschleunigung auch nicht verkehrt, Bremsleistung, ja, Traktion, Traktion auch gut, Traktion gut diese. Ja, wir gucken mal, wenn er fertig ist, wenn wir da so einen Turbo mal drauf geknallt haben und einen dicken Motor reingesetzt haben. Dann gucken wir mal. Außerdem ist hier noch ein Kollege mit an Bord, der ist Beifahrer, allerdings im Kofferraum. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, und den werden wir jetzt mal tunen. Ja, wir gehen rein. Ich habe den jetzt schon in meiner Garage. Ich habe übrigens meine Kürbismaske auf, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ja, moin. Moin, moin. So. Da steigen wir jetzt mal ein und fahren direkt natürlich auf dem direkten Weg zum Tuner des Vertrauens und dann sehen wir mal weiter. Ich bin echt mal gespannt, ich habe das ja im letzten Video schon gesagt, ich habe mir im letzten Jahr keines der DLC-Fahrzeuge, also keines der Halloween-Fahrzeuge gekauft und deswegen bin ich jetzt umso gespannter. Hinten die Figur da drin, also da weiß ich nicht, diese Leiche oder was das sein soll. Da wackelt sogar die Hand, wenn man über ihn Huckel fährt. Die Augen sehen aus, als wenn die leuchten. Finde ich, ist schon cool gemacht. Kann man so machen, ne? So. Bin mal gespannt, wenn der tiefer ist und andere Räder drauf, wie der aussieht. Uiuiui. Das ist aber lang, ne? Gilt ja schon, der wird ja schon fast als Stretch-Limo durchgehen. So. Jetzt hier durchmanövrieren. Bei dem Frankenstein konnte man ja leider nicht so viel tunen. Ich bin mal gespannt, ob man hier ein paar Sachen mehr machen kann. Also unter anderem sehe ich schon mal auf den ersten Blick, man kann Kennzeichen verändern. Das gab es ja bei dem Frankenstein nicht. Ja, jetzt reparieren wir mal die Butze. Panzerung mache ich nicht. Bremsen natürlich, wenn schon, denn schon. Volle Pulle, Rennbremsen. Stoßstangen, das konnte man auch bei dem Frankenstein nicht machen. So, Frontstoßstange. Okay, ist nicht viel, aber ein bisschen, ne? Sieht auf jeden Fall besser aus. Die Tuning Front Spoiler Stoßstange, die wähle ich jetzt mal für 4370 GTA Dollar. Heckstoßstange, Wheelie Bar. Okay, ja, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, finde ich jetzt nicht cool. Die lasse ich weg. Dann gehen wir mal auf den Motor. Da machen wir natürlich keine Kompromisse, da gibt es nur die EMS Verbesserungsstufe 4. Die lassen uns auch mal 31.000 kosten. Dann gehen wir mal auf den Auspuff. So, groben Auspuff. Gerades Auspuffrohr oder Auspuff Seitenauslass. Ich glaube, da nehme ich mal den Seitenauslass. Der ist auch ein bisschen ganz wild. Für 2850 Dollar. Also GTA Dollar. Dann gucken wir mal weiter. Sprengstoff brauche ich nicht. Bin eh immer geladen. Kühlergrill. Schwierig. Ich finde eigentlich beide gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich aber finde, dass dieser Tuning-Kühlergrill besser zu diesem, ja, zu diesem Chrom an der Stoßstange passt. Deswegen nehme ich den Tuning-Kühlergrill. Motorhaube. Ja.
ist natürlich wieder Geschmackssache, ne? Ich weiß nicht, ob da jetzt unbedingt so ein dicker Trichter drauf muss. ja, ist Geschmackssache. Ich finde immer dezent cool. Deswegen würde ich fast sagen, ja komm, die kann man machen mit Einlass. Die nehmen wir. Wobei auch die serienmäßige auch okay wäre jetzt für meinen Geschmack. Ich nehme jetzt aber die mit Einlass. So, dann gucken wir mal weiter. Hupe. Nehme ich sonst nie, interessiert mich eigentlich nicht, aber es gibt ja jetzt hier diese, diese Halloween-Hupen, glaube ich. Da muss ich gerade mal kurz das Headset aufsetzen. Was sie denn? Fortlaufend. Halloween. Ah, da haben wir sie. Also Leute, wenn ihr auf Hupe geht, dann geht ihr auf fortlaufend und dann habt ihr hier die Halloween-Hupen. Also ich nehme jetzt mal die. Ganz wichtig natürlich an der Stelle ist auch, Leute, alles was ihr jetzt zum DLC kauft, also ob das die Fahrzeuge sind oder ob das die Masken sind oder die Facepaints, sowie auch hier die Hupen, wenn ihr die jetzt kauft, habt ihr die immer. Ne? Ansonsten, wenn ihr die jetzt nicht kauft während des DLCs, müsst ihr bis zum nächsten Halloween-DLC warten. Und von daher würde ich sagen, überlegt euch das gut. Wenn ihr irgendwo drauf Bock habt, dann kauft das jetzt, weil sonst müsst ihr wieder ein Jahr warten. Ich kaufe jetzt einfach beide und nehme die. Ich guck mal kurz, ob die noch bei serienmäßig irgendwie Clownsuche. Oh, die wollte ich gar nicht. Ja. Fortlaufend. So, zack. Die Melodie war, glaube ich, nichts mit Halloween, ne? Guck mal eben schnell durch. Ne. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Innenraumverzierung. Das hatte ich ja im letzten Video schon gemacht. Das kann man machen, finde ich. Muss man nicht unbedingt. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir das natürlich richtig. Ja, komm. Jetzt gucken wir mal hier. Ich würde sagen, zu so einem Leichenwagen nehmen wir den Kollegen. So. Lichter. Auch da habe ich im letzten Video schon gesagt, als ich den Frankenstein getuned habe, jetzt nehme ich zwar Xenon, man kann aber auch hinterher hingehen und in der Arena-Werkstatt natürlich noch verschiedene Farben wählen von dem Licht. Das kann man natürlich auch noch machen. So, Design habe ich ja vorhin gezeigt. Gibt es ja zwei Stück. Einmal das und einmal das. Ich habe aber das gewählt, finde ich cool. So, dann Nummernschild. Jetzt könntet ihr natürlich auch sagen, ihr geht in die iFruit App und macht dann Rest in Peace oder was weiß ich, wo ihr Bock drauf habt. Lackierung. Ich meine, auch so gefällt er mir wieder ganz gut, aber ich guck mal, was man so ein bisschen zaubern kann. Schwarz-matt geht klar, ist aber auch relativ unspektakulär. Ich weiß nicht warum, aber dieses so Mitternachtsviolett finde ich auch gut. Wir gucken einfach mal ein bisschen rum, Leute. So. Okay, matt ist jetzt nicht so meins. Klassisch könnte vielleicht auch interessant sein. Schwarzer Stahl finde ich auch gut. Ich meine, bei so einem speziellen Fahrzeug kann man natürlich auch mal eine Farbe wählen, die halt nicht so häufig ist oder ja, die man nicht ständig verwendet bei den Supersportwagen oder so. Da kann man so ein bisschen mal mit spielen. Ich finde, so geht auch klar olivgrün. Nicht schlecht. Ah, das ist ein bisschen wild, aber die Kombi aus diesem Limettengrün und Rot finde ich auch gut. Ich kann mich oft nicht entscheiden, ne? Das ist immer echt schwierig, die Qual der Wahl hier quasi. Was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme schwarzer Stahl. Ich guck mal nochmal eben schnell. Crewfarbe wäre so. Das geht klar, muss ich aber jetzt nicht nehmen. Metalle. Okay, Metallic, was haben wir da?
Ich lasse das so. Also ich habe jetzt gerade bei klassisch habe ich schwarzer Stahl gewählt. Finde ich ganz gut, aber so die zweite Option wäre für mich dann noch gewesen, dieses Olivgrün. Fand ich auch ganz gut. Wo haben wir das? Olivgrün. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. So, was haben wir noch? Verkaufen? Wir haben ja gerade erst gekauft. Den lassen wir mal. So, jetzt natürlich Wettkampffederung. Zack. Der ist aber schon in Serie, so ein bisschen tief. Deswegen tut sich da jetzt nicht viel, aber wir nehmen die trotzdem. Getriebe natürlich, Renngetriebe, gar keine Frage. Turbo muss rein. Die Sheet, Turbo muss mit. Könnt ihr euch schon mal merken. So, Felgentyp. Leute, ich bin einfach Fan, seit es die neuen Felgen gibt, also die Kategorie Straße. Ich glaube, ich habe bisher keine andere mehr gewählt. Warum kann ich jetzt... Ah, okay. So. Ja, das ist wieder so die Frage, ne? Die finde ich ganz gut. Felgen, das ist mal wie Schuhe aussuchen, ne, bei Footlooker oder bei JD Sports oder wie der Laden heißt. Schwierig. Ich will jetzt erstmal eine Farbe aus und dann gucke ich mir nochmal die Felgen an. So mache ich das immer. Ich bin auch nicht so der Freund von so bunten Felgen, aber ich gucke mal, wie das aussehen würde jetzt in Rot. Man würde zu dem Design ganz gut passen. Eigentlich gefällt mir auch schwarz besser, weil das halt wieder so ein bisschen dezenter ist. Ich lasse mal rot und kann ja gleich nochmal wechseln. So. Aber so kann man sich schon mal ein besseres Bild davon machen, wie das aussehen würde. So. Ja, die ist schon wild, die Felge, aber die, weiß ich nicht, die catcht mich jetzt noch nicht so richtig. Die ganz gut. Nur jetzt weiß ich noch nicht, ob ich die in schwarz oder in rot machen soll. Ich meine, so schwarz wäre jetzt auch cool. Ich glaube, ich lasse die rot anschlecken. Auch mal was anderes machen. So. Fenster natürlich komplett verdunkelt. Damit der Kollege hinten drin kein Sonnenbrand kriegt. Und das war es auch schon wieder. Also auch hier kann man nicht so mega viel tunen, aber immerhin ein bisschen. Ne? Also Leute, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, also geplant ist jetzt, dass ich alle 2 Tage ein Tuning-Video hochlade von den, ja, von den Fahrzeugen hier, von diesen DLC-Fahrzeugen. Und ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Videos findet. Könnt mir gerne ein Like da lassen und natürlich für die Leute, die neu sind, gerne abonnieren. Dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Könnt natürlich auch die Glocke aktivieren, dann könnt ihr auch keinen Livestream mehr verpassen, weil es gibt auch hin und wieder mal den einen oder anderen spontanen Livestream. Also da natürlich, wenn ihr Bock drauf habt, gerne aktivieren. Und ansonsten, wir gucken mal kurz, ich stelle mich nochmal hier in der Sonne. So. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus, das Gerät. Ist jetzt auf jeden Fall für dieses, sag für so ein Helmut-DLC haben sie wenigstens ein bisschen was gemacht. Ihr wisst ja alle in letzter Zeit, wir müssen ständig hoffen, dass irgendwas Neues kommt, aber es kommt einfach nichts. Wir haben schon länger keine neuen Autos mehr bekommen und ja, das nächste krasse DLC soll ja dann im Dezember kommen, da bin ich auch mal wieder gespannt. Aber, naja, was soll man dazu noch sagen, ne? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr natürlich das Video liken würdet und den Rest habe ich gerade schon alles aufgezählt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Ich bin raus, euer Kraft. Haut rein. Ciao.